Herr Präsident, verehrte Kollegen, liebe Gäste im Deutschen Bundestag, ich staune immer, Herr Bundesaußenminister, wenn die Deutschen ihre Weltsicht antreten. Wir wollen in der Korea-Frage mitmischen, wir wollen in Syrien dabei sein, wir wollen zu einem Ausgleich beitragen in der Welt und sind immer, was haben Sie für ein Problem? Und sind immer dabei, bei Dingen mitzureden, wo Deutschland im Grunde genommen kein Gewicht hat. Sie werden es erleben, wenn die Amerikaner in der Tat dazu sich entscheiden sollten, den Iran-Vertrag aufzugeben, dann werden wir Deutschen daran nichts ändern, meine Damen und Herren. Auch an dem Dialog zwischen Nord- und Südkorea oder gar den USA und Nordkorea werden wir wahrscheinlich keine Teilhabe haben. Und dann wird hier ein Rüstungsbericht vorgelegt, ein Abrüstungsbericht. Wissen Sie was, an sich möchte ich erstmal von Ihnen einen Rüstungsbericht hören und von Frau von der Leyen. Denn in dem Zustand, in dem die Bundeswehr ist, müssen wir erstmal nachlegen, bevor man uns in der Welt wieder ernst nimmt. Ich habe über 20 Jahre meinen journalistischen Beruf Verteidigungs- und Außenpolitik begleitet. Und ich habe damals immer wieder gehört, dass man nach dem lateinischen Spruch "Willst du den Frieden, rüste dich für den Krieg" ein abgestuftes Potenzial haben muss, um ernst genommen zu werden. Wenn wir im konventionellen Bereich schon nicht in der Lage sind, dass unsere Panzer nicht mehr fahren, unsere Flugzeuge und Hubschrauber nicht mehr fliegen und unsere U-Boote an Land bleiben, dann werden wir dieses konventionelle Potenzial nicht als überzeugende Argumente in die Diskussion führen können. Wir haben in den vergangenen Jahren mit Herrn Gutenberg angefangen, Milliarden in den Verteidigungsetats erstmal eingespart, bis wir jetzt auf amerikanischen Druck auf die Idee kommen, jetzt müssten wir allerdings ein bisschen wieder nachlegen, um überhaupt erstmal wieder auf ein Niveau zu kommen, dass andere Länder uns ernst nehmen. Den Einsatz der Bundeswehr in den verschiedenen Bereichen der Welt wollen übrigens die meisten Deutschen nicht. Wir wollen keine Teilhabe in Syrien, in Afghanistan, in Regionen, wo erstens wir den Schaden nicht angerichtet haben und zweitens, wo wir auch keine historische Beziehung zu haben. Und dann sind die Länder wie Syrien, Irak und andere Nahoststaaten doch als allererstes erstmal auf die Vereinigten Staaten von Amerika angewiesen, denn die haben mit der Irak-Krise die Konflikte begonnen und derzeit befindet sich der Nahe Osten fast durch die Bank weg in Aufruhr und Instabilität. Und dann ist das Aufgabe zuallererst der Amerikaner und dann vielleicht der ehemaligen Kolonialländer. Denn seien wir ehrlich, meine Damen und Herren, wir räumen derzeit den postkolonialen Schrott von Großbritannien und Frankreich auf. Und da war Deutschland in der Vergangenheit eben nicht beteiligt. Und dann sind diese Länder zuallererst in der Verantwortung und müssen ihren Beitrag leisten. Aber es wird hier immer so darüber gesprochen, nuklear abrüsten. Ja, das wollen wir alle. Und wir wollen vor allen Dingen, dass Länder wie Pakistan, Indien, aber vielleicht auch Israel nicht unbedingt über große Atomwaffenpotenziale, am besten über keine verfügen. Aber wir wissen auch, dass die nukleare Verteidigungskomponente über Jahrzehnte den Frieden in Europa garantiert hat. Und auch dann müssen wir ernsthaft und ehrlich dem Bürger sagen, auch das ist ein Teil der Abschreckung, nicht gegen irgendjemanden, sondern es einfach zu haben als, wie heißt es so schön, System der kollektiven Verteidigung, das ist die NATO, um potenzielle Gegner abzuschrecken, in Europa politische Gefahren oder Gefährdungen einzugehen. Das ist das alles Entscheidende. Und dann sind wir unehrlich. Wenn ich in Ihrem Bericht lese, hier diesen schönen Abrüstungsbericht, dann werde ich auf 170 Seiten mit Details zugeschüttet. Das will kein Mensch wissen. Ich möchte Ihre Generallinie wissen. Ich möchte wissen, was haben Sie erreicht und welche Ziele setzen Sie sich für die Zukunft. Das ist in diesem Bericht nämlich nicht vorhanden. Und das will die deutsche Bevölkerung hören, meine Damen und Herren. Also seien wir gegenüber unseren Landsleuten ehrlich, sagen wir ihnen, wir brauchen eine konventionelle Rüstung, die überzeugt. Unsere Panzer müssen wieder fahren, die Flugzeuge wieder fliegen und die Schiffe in See stechen. Und wir müssen genauso mit unseren NATO-Partnern eine Flexible Response in der nuklearen Abschreckung erreichen, die überzeugend ist für jeden, der Unruhe in Europa stiften will. Und Sie wissen, als allererstes erreichen Sie das nicht mit Sanktionen, dann verhandelt keiner mit Ihnen, Herr Maas, sondern mit einem Gespräch in Moskau und keine Sanktionen, sondern die Gespräche mit Moskau garantieren den europäischen Frieden. Da müssen wir hin, das muss das deutsche Ziel sein. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Sie, Herr Maas, als Minister des Auswärtigen haben die Schwierigkeiten bei internationalen Abrüstungsbemühungen beklagt,
haben auf die Gefährdung des Vertrages über die Begrenzung der nuklearen Mittelstreckenraketen hingewiesen. Ihre Hauptsorge ist Russland. Das ist nur alles in hohem Maße unglaubwürdig, wenn man die Aufrüstung im Westen und in Deutschland und die Einseitigkeit der Vorverurteilungen und Maßnahmen im Westen und speziell auch in Deutschland beobachtet. Sie wiesen zum Beispiel darauf hin, dass der Vertrag über konventionelle Sicherheit von Russland gekündigt wurde. Russland ist ausgetreten. Aber Sie verschweigen, dass sämtliche NATO-Staaten die Ratifizierung abgelehnt haben und deshalb ist Russland ausgestiegen. Russland, das stimmt, holte sich völkerrechtswidrig die Krim, stützte sich aber darauf, dass die NATO mit Deutschland völkerrechtswidrig, das heißt unter Verletzung der territorialen Integrität, ohne Zustimmung Serbiens das Kosovo abtrennte. Damals habe ich Sie gewarnt, dass Sie ein negatives völkerrechtliches Beispiel schaffen. Aber es interessierte Sie nicht, weil der Westen so sehr gegen Russland siegte, dass er meinte, das Völkerrecht nicht mehr zu benötigen. Darauf stützen sich im Übrigen auch die Katalanen und die Menschen im Nordirak. Übrigens, wer nicht aufhören kann zu siegen, wie schon bei der Herstellung der deutschen Einheit, bezahlt eines Tages dafür. Jetzt ist es weltweit und in Europa soweit. Der Krieg der USA und anderer gegen den Irak war völkerrechtswidrig. Sie waren nicht angegriffen worden vom Irak und es gab auch keinen Sicherheitsratsbeschluss. Der Krieg der Türkei gegen Syrien ist völkerrechtswidrig. Wieder gab es keinen Angriff, keinen Sicherheitsratsbeschluss. Gegen Russland wurden umfangreiche Sanktionen beschlossen. Gegen die USA und die Türkei wagen Sie nicht einmal darüber nachzudenken. Sie werden eine Gleichbehandlung ablehnen, aber vergessen, dass Putin und die russische Bevölkerung die unterschiedliche Behandlung durch die gesamte EU mitbekommen. Deshalb unterstützt leider Putin jetzt alle Kräfte gegen die EU. Mit anderen Worten, das beweist schon, wie falsch diese Aktionen sind und dass sie endlich aufgehoben werden müssen. Übrigens, der Militärschlag der USA, Großbritanniens und Frankreichs gegen Syrien war ebenfalls völkerrechtswidrig. Wieder kein Angriff, wieder kein Sicherheitsratsbeschluss. Das große Problem besteht demnach in dem absichtsvollen Abschied von einer Sicherheitskultur des Dialogs, des Respekts und der gemeinsamen Sicherheit in den internationalen Beziehungen. Ich sehe keine Bemühungen, dahin zurückzukehren. Im Gegenteil, es ist fatal, dass sie erst glaubten, die russischen Kooperationsangebote, die Putin 2001 hier im Bundestag in Fragen der Wirtschaft und der Sicherheit gemacht hat, ignorieren zu können und nun den Konfrontationskurs der USA ohne Sinn und Verstand mittragen. Die NATO will mit Zustimmung der Bundesregierung pro Mitgliedsland 2% des Bruttoinlandsprodukts für Militär ausgeben. US-Präsident Trump rief nach Europa, dass das jetzt nun endlich zu verwirklichen sei. Sofort riefen Frau Merkel und Frau von der Leyen hier, wir sind artig, wir machen das. Sie wissen es möglicherweise nicht, meine Damen und Herren, von der Bundesregierung, aber man darf zu Herrn Trump auch Nein sagen. Allerdings braucht man dann etwas Kreuz im Rücken. 2017 wurden 37 Milliarden Euro, schon 2 Milliarden mehr für Militär ausgegeben als 2016. Das waren aber erst 1,22% des Bruttoinlandsprodukts. In diesem Jahr sollen es schon 38,5 Milliarden Euro sein. Nur zum Vergleich, für Bildung und Forschung wollen Sie 17,5 Milliarden und für Gesundheit 15,2 Milliarden ausgeben, also deutlich weniger als für Militär und Rüstung. Und wenn Sie denn 2024 die 2% wirklich erreichen wollen, müssten Sie 75 Milliarden Euro für Rüstung und Militär ausgeben. Eine gigantische Aufrüstung, eine gigantische Verschleuderung von Steuermitteln. Und das alles, obwohl es keinen einzigen Staat gibt, der die Absicht hat, Deutschland militärisch anzugreifen. Natürlich lancieren Sie Meldungen in den Medien, wo es da fehlt in der Bundeswehr und da. Auch die internationalen Spannungen sollen ja dazu beitragen, die Bevölkerung von der Notwendigkeit der Rüstung zu überzeugen. Aber die Mehrheit trägt das nicht. Die Bundeswehr ist derzeit an 14 Auslandseinsätzen beteiligt mit bis zu 3.600 Soldatinnen und Soldaten. Ich will ganz kurz auf drei Beispiele eingehen. Afghanistan. Seit 2001, also schon über 16 Jahre. Der Einsatz war von Anfang an falsch, aber sie mussten ja mitmachen und haben eine Situation geschaffen, die so instabil ist, wie man es sich vor
kaum vorstellen kann. Statt Abzug hat die Bundestagsmehrheit nun sogar eine Aufstockung der Truppenzahl beschlossen. Deutlicher kann man das Scheitern nicht zeigen. Der Kosovo, seit 1999, es werden bald 20 Jahre nach einer Beteiligung an einem völkerrechtswidrigen Krieg. Und wie lange soll die Anwesenheit unserer Soldaten im Kosovo noch dauern? 100 Jahre? Wie sind da eigentlich Ihre Vorstellungen? Jordanien und Türkei, Überwachung des Luftraums von Syrien. Alle Daten, die unsere Soldaten einsammeln, gehen an die Allianz gegen den Islamischen Staat. Zu dieser Allianz gehören auch die USA, Großbritannien und Frankreich und die Türkei. Sie alle bekommen die Daten und nutzen sie. Die Bundeskanzlerin sagte, Deutschland wird sich an dem Militärschlag der USA, Großbritanniens und Frankreichs nicht beteiligen. Wir sind beteiligt, denn sie bekommen von uns die Daten, die sie für diesen Militärschlag nutzen. Und die Türkei, das ist ja nun noch schlimmer. Mit Erdogan an der Spitze bekämpft in Syrien die Kurdinnen und Kurden, die die Hauptlast des Kampfes gegen den Islamischen Staat getragen haben. Erst kämpfen sie also an unserer Seite, dann lassen wir zu, dass sie beschossen und ermordet werden und noch dazu mit deutschen Waffen und auf der Grundlage der von uns gelieferten Daten. Das ist ein unbeschreiblicher Skandal. Ein unbeschreiblicher Skandal. Und Sie wollen uns wirklich glauben machen, dass all diese Einsätze ein Beitrag zur atomaren Rüstungsabrüstung sind? Warum sorgen Sie nicht wenigstens dafür, dass wir atomwaffenfrei werden? Warum beschließen wir nicht, die USA aufzufordern, ihre Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen? Das wäre doch mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich merke, Herr Bundestagspräsident, ich will es Ihnen bloß kurz erklären. Wissen Sie, als ich vor einem Jahr... Erklären Sie mir das nachher. Hatte ich immer die 7 Zeit Minuten. Ist rum, Herr ja. Kollege Giesing. Ich weiß, aber da hatte ich immer 7 Minuten. Ich muss mich auf 6 erst einstellen. Ja, aber gut, Sie haben jetzt auch schon 7. Ja, ich höre dann auf und sage nur so viel. Ja. Sie müssen merken, Herr Bundesaußenminister und die anderen, wenn wir wirklich vorankommen wollen, brauchen wir ein grundlegend anderes Verhältnis Europas und speziell Deutschlands zu Russland. Und die SPD bitte ich doch einmal wieder, daran nachzudenken, wie sie unter Willy Brandt dachte. Das hat mit alledem nichts zu tun. Und Sie machen das alles mit. Denken Sie darüber nach.